Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir stehen wieder kurz vor Badehaus und sollen nochmal mit Dixter reden. Nachdem wir dann in der letzten Folge die Kanalisation für ihn untersucht haben. Da er uns ja gebeten hat, seinen Schatz wiederzufinden. Hier ging's da ganz rein, ne? Wo ist denn der jetzt? Mal da wieder runter? Nee. Wo bist denn du, Freund der Sonne? Da bist du. Okay. Wie kommen wir jetzt zu ihm hin? Frage. Hier nicht, hier nicht. Okay, müssen wir jetzt hier wieder runter? Zu ihm und seinen Troll. Hä? So. Ist hier unten oder ist er oben? Abgeschlossen. Hä? Nee, Quatsch. Verdammt. Ja, Entschuldigung. Ich muss hier raus, solange es noch geht. Wie kommen wir jetzt? Der Fall heißt doch, der ist oben, oder nicht? Ich ist total verblödet. Keine Bücher sammeln, Gott sei Dank. Aber da leuchten hier in Gelb. Soll uns ganz recht sein. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Okay, dann... Bin fertig.
Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. So, suche den Nebenraum. Schon wieder Level Up? Kinder, das geht fix. Hier ist nichts. Also mit der Quest jetzt haben wir echt gut gelevelt. Hier ist was. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Müssen wir da jetzt wirklich rein in die Pampe? Ah! Okay, untersuchen tut das nicht, aber abschließen können wir den Bereich hier nicht, was jetzt untersuchen angeht. Warum nicht? Hier noch was anderes? Ja. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kuvirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen,
Wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Gerald, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Jungen. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Gut. Schreiben wir das mal eben auf. Graf, Reuvens, Schatz. So nennen wir dann die Folge. Die hat zumindest jetzt hier angefangen hat und sich bestimmt auch noch in die nächste Folge reinzieht. So, geh zum Markgraf Henkels Haus. Machen wir. Da müssen wir lang, ne? Dann rechts rum und dann links rum. Und bis später, Jungs. Dann latschen wir da mal hin. Mit. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Hier rum, ne? Ja. Ich fühle mich schwach. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Ritter Sporn hat wirklich interessante Freunde. Nicht? Willst du nicht rein? Doch. So, Della, nehmen wir mit. Die Truhe können wir nicht looten. Mal dran vorbei. Nein, kommen wir nicht. Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Fußspuren. Okay, Fußspuren gehen hoch. Und das haben wir. War noch was. Oder nicht? Okay, dann lass mal im Bücher gucken. Gucken. Da. Ein neues. Was ist das? Kann für eine ordentliche Summe an Händler verkauft oder in mein Handwerkzutaten zerlegt werden. Magischer Gegenstand. Länder des Nordens. Velen. Das Land Velen, gelegen im westlichen Temirien, hat Gor-Velen als Hauptstadt und ist eine der ärmsten Provinzen des Königreichs. Zum Territorium gehört auch die Insel Tanet, auf der sich die berühmte Akademie für Magie befindet und die zusammen mit Gors Velen das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Velens darstellt. Velen liegt an der Handelsroute von Novigrad, die durch Sidaris, Vergen, Brugge, Sintra und weitere südliche Gefilde verläuft.
Die Velena lebt hauptsächlich von Landwirtschaft, Handwerk und Viehzucht. Über natürliche Ressourcen verfügt die Provinz praktisch nicht. Es gibt reichlich Wald, Marschland und kultivierten Wald. Doch hauptsächlich ist Velen von Sümpfen und Mooren bedeckt. Okay, das war jetzt ein kleines schickes Buch. Sehr schön. Wir müssen die Treppe hoch. Der Weinkeller. Mehr aber auch nicht. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Okay, dann wird der Weinkeller noch... Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Leg den Wein dorthin zurück. Das heißt, müssen wir bestimmt... Ja. ...1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken. Im nächsten Raum, glaube ich. Eine Geheimkammer geöffnet. Ein Geheimzimmer. Ein Fleck. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Ein Fleck. Wövernöl. Die wilde Jagd haben wir schon gelesen, das weiß ich. Die Villen haben wir gerade eben gelesen. Zucker und Klumpen von einer Substanz, die in Wüvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Brief von Dudu. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Und jetzt? Je nachdem, was unten vor sich geht. Wäre es nicht intelligenter, sich erstmal zu verstecken? Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Okay, ich glaube, wir müssen da runter. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Dijkstra. Und Triss? Glück gehabt. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Schwachsinn. Du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt,
dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache, Caleb Menge. Tja, Merigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Hm. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Koffer haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Hm. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Die Informationen sind überholt. Wir sind kein... Ja, ich weiß. Ihr habt euch eine Woche nach dem Gipfel in Loch Muin im Wald getrennt. Da, wo die Lixella in den Ponta fließt. Aber du weißt ja, alte Liebe rostet nicht. Erste Liebe. Woher zur Hölle? Das ist mein Geheimnis, Turteltäubchen. Muss jetzt wirklich los. Viel Glück. Du hättest nicht so heftig widersprechen müssen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Das hoffe ich. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Hm. Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut. Und dann in der nächsten Folge treffen wir uns mit Triss beim Schrein des ewigen Feuers in der Nähe des Hafens. Bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.